und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das jetzt am besten und am dümmsten mache, dass ich meine Fahrzeuge... Ja, guck mal. Interessant. Dass ich meine Fahrzeuge hierher kriege. Darum werde ich jetzt erstmal zum Jürgen hochfahren, gucken, ob ich mir da irgendwo einen Tieflader abgreifen kann. Ob der da einen rumstehen hat. Meinen Telelader draufpacken und dann hier runterbringen. Damit ich den wieder am Sägewerk habe, weil da brauche ich ihn. Ich hatte, glaube ich, eine Schaufel dafür. Ups. Oder aber ich verkaufe erstmal. Wo ist der Klaas? Steht der Klaas auch oben bei Jürgen, ey? Kann ja nicht wahr sein. Sieht aber ganz so aus. Und wo ist der Anhänger? Ah, jetzt weiß ich's wieder. Das war das, wo ich gestern verpeilt habe in der Folge. Ich war nämlich gar nicht hier, sondern ich war eigentlich beim Lidl. Da habe ich nämlich Sachen verkauft. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Und deshalb stellen wir jetzt dieses Gefährt hier mal in die Garage. Und machen uns mal fußläufig auf den Weg zum Edeka, damit wir das wieder korrigieren. Ihr könnt euch freuen, ab demnächst, spätestens Ende September, kommt die neue Version für euch raus, die 1.4, mit soweit allen Produktionen, die wir wollten. Außerdem mit zwei Zentrallagern, also eins im Sägewerk, wie schon gesagt in der Folge gestern. Da kommt ein Lager ran für die Paletten. Beim Händler oben steht das Zentrallager ja schon in der 1.3 drin. Das wird zum Teil funktionieren, noch nicht alle Produkte. Hier wird noch eine Produktion entstehen. Manche Designelemente wurden noch überarbeitet. Ich hoffe mal, der kommt rechtzeitig hier. Ich sag's dir, wenn der nicht rechtzeitig kommt. Gedüngt 50%. Oh, düngen müssen wir auch. Okay. Muss ich das da drüben auch düngen? Bestimmt. Ja. Okay. Dann muss ich die düngen. Brauche noch Kalk eigentlich. Okay, okay, okay. Und Unkraut natürlich. Ja, das ist ungeschickt. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wir werden hier demnächst auch auf die 1.4 umsiedeln. Und dann geht's da weiter. Es wird nochmal ein großer Schritt. Und dann sind wir eigentlich, zumindest was Produktion angeht, sind wir soweit durch mit der Map. Müssen dann natürlich noch ein bisschen andere Sachen regeln. Zum Beispiel hier fehlen ja überall noch Büsche und Gruscht.
Hier wird eine neue Produktion entstehen. Oder die ist auch schon da. Der ein oder andere von euch weiß wahrscheinlich schon, was da hinkommt. Ich will da jetzt aber nichts vorgreifen. Also nicht zu viel vorgreifen. So. Oh, ganz schön weite Strecke hier, ey, rumzulatschen. Ist es nicht der Neumann da? Warte mal, ich habe noch eine andere Überlegung, fällt mir gerade ein. Kostet auch 70.000. Könnte man eigentlich auch machen. Fischis, die Fischzucht kaufen. Die braucht nämlich gar nicht viel. Die braucht eigentlich nur Mais und dann kriegt man Fisch raus. Das wäre doch auch eine Überlegung, ne? Müssen wir uns mal überlegen. Aber jetzt brauche ich erstmal meinen Traktor hier wieder. Der komischerweise verschwunden ist. Ich meine, dass der beim Lidl hinten noch steht. Inzwischen bin ich der festen Überzeugung. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Und jawollo. Da war ich etwas verwirrt vorhin bei dem Aufnahmestart durch den anderen Traktor, der da in der Nähe stand. So, ab geht's mit der Luzi hier. Dann fahren wir aber trotzdem mal zum Neumann und gucken, ob wir mit dem Traktor dann noch ein. Da können wir ja locker hinten so einen Tieflader dran hängen. Ist den Anhänger eigentlich noch dran? Ja. Dass ich den aus Versehen habe stehen lassen. Schlüssel wieder nehmen hier. Zack. So, wo hat der einen Tieflader stehen? Und wo steht mein Manitou? Da steht ein Tieflader. Hat er noch einen anderen? Da hat er noch einen anderen. Warte mal, dann gucken wir einfach mal, ob der hier ausreichend ist. Ich meine, ich muss den Anhänger draufkriegen und den Manitou. Ich glaube, das geht auf den hier nicht drauf. Oder kann man den auch verlängern? Gerade mal ein bisschen cheaten hier. Ab
Abdeckung öffnen. Nee. Das ist breitbar. Breitbar brauchen wir nicht. Dann ist das mit dem hier nichts. Dann brauchen wir den anderen Anhänger. Ja, ich brauche ja gar nicht den LKW. Ist ein Drehschemel drin. Oh Mist, ey. Profi am Start. Absolut nicht vorbereitet für so eine Aktion. So, jetzt. Also. Moment. Abkoppeln. Dann brauchen wir den hier. Tja, das ist natürlich ärgerlich. So. Soll ich den Anhänger erst drauf machen oder erst am Ende? Ich weiß es nicht. Jetzt brauche ich doch wieder einen Traktor, gell? Weil ich das Ding nicht alleine abstellen kann. Ah, da steht ja einer. Nehmen wir einfach mal den hier. Wem auch immer der gehört. Ist mir ja relativ. Nur kurz mal meinen Anhänger verladen und meinen Telelader und dann ist die Arbeit getan hier. So. Da passt nur der Anhänger drauf. Was ist denn das für ein Murks-Anhänger? So. Ja, müssen wir den Anhänger auf jeden Fall verlängern. Ich meine, das geht ja zum Glück relativ einfach. Also ähnlich hätte ich das schon gerne. Allerdings gerade. So. Machen wir hier die Rundumleuchte an und dann noch. Jetzt
Bin ich nur am Überlegen, ob das vielleicht doch jetzt passt, aber ich glaube eher nicht. Weil der Anhänger ist halt schon mega lang. So, passt das jetzt so? Könnte gehen. Mach lieber noch ein bisschen länger. So, nur aber. Das muss jetzt reichen. Ja, nicht ewig rumgeigen. Das reicht nicht. So ein Mist aber auch, ey. Wenn das jetzt wieder nicht genügt, dann drehe ich am Rad. Aber ob das funktioniert oder nicht, das sehen wir, seht ihr dann morgen in der nächsten Folge. Real Farming LS19 meets Reality. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.